man Tatalia mussten wir dort? jetzt irgendwie hin, ne? Irgendwas muss doch sein. Wir mussten den Steinmonolithen in Tatalia kommen. Gehen wir da jetzt mal hin. Ich will mal gucken, Ahoi! was damit jetzt Willkommen an Kerem hoch und Sieg! was damit genau gemeint ist. Könnten generell auch noch mal versuchen, alles umzuhauen hier, dass wir die Gegend frei haben. Ich würde sagen, das machen wir auch. Kommt man denn hier hinten hin? Zu Fuß kommt man hier nach. Ah, okay. Haben wir hier. Guck mal, da sind nämlich noch ganz viele von diesen Rollen, die echt viel aushalten, ne? Treffe ich hier schon einen? Ja, ich treffe hier auf jeden Fall. Wir schießen hier einfach mal ruf. Dass die ersten uns irgendwie gefährlich nahe kommen. Du kannst ja nochmal jetzt nach und nach deinen. Ne. Buffs verteilen, würde ich sagen. Segen. Und auf jeden Fall Heldentum. Kriegst du rein. Geht ja immer nur ein Buff die Runde. Uns aber nicht weiter stören. Das verstehe ich halt auch nicht. Warum, wenn ich mich jetzt so drehe, schießt er doch dahin? Und wenn ich mich da nicht richtig fokussiere, warum bleibt er nicht da drauf? So. Treffe ich überhaupt nicht. Treffe hier gar nichts. Jetzt sieht das Ganze doch schon wesentlich angenehmer aus. Wieder einer weniger. Wieder einer weniger, auf jeden Fall. Der sollte auch relativ schnell fallen noch. Wenn er rankommt, den kriegt er ja erst richtig Schaden durch Skelett. Der ist halt. Macht halt einfach viel Schaden. Kann man nicht anders sagen. Leider nur auf Nahkampf. Auf. Ich weiß gar nicht so mit dem Bogen, ob er damit viel Schaden macht. Da kam jetzt nichts. Aber da sieht man es ja mit 54 ist das schon. Aber kümmere dich verdammt drum. Viel. So, du bist weg. Wir sollten auch schnell fallen, aber wir machen mal. Nicht gut. Gar nicht gut. Genau die, die halt einfach nicht drauf gehen darf, geht drauf. Es ist immer so. Ihr braucht unsere heilenden Kräuter. Wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Es ist ja wohl ein bisschen zu hoch gegriffen, das Ganze. Scheiße, es geht jetzt an die Dorf. Ohne dazu habe ich echt keine Lust. Die müssen wir dann schon mal ein bisschen beschützen, zumindest. Nur ein Katze. Na komm. Und weg. Oh, ihn. Ja, wollo. Sehr, sehr nice. Jetzt den, dann dich. Auch gut. Der sollte auch schnell fallen. Ist ja nur so ein grüner. Und jetzt nehmen wir mal kurz einen Stopp raus. Geben uns nochmal die Buffs nach. Komm. Im Heldenturm. Mal speichern, Normalspeed mal reinmachen. Finde ich persönlich immer ein bisschen angenehmer, weil es geht halt auch doppelt so schnell die Zeit um, ne? Das darf man halt immer nicht ganz vergessen. Kann mir mal jemand helfen? Das war ich. Oh, das war gut. Das war halt wirklich gut. Jetzt kommen sie mir aber zu nah. Au! Dann gehen wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Schritt zurück. Heilen uns hoch.
Jawohl. So ist das doch gut. Ah. Es wäre halt sehr viel wert, wenn wir die wegbekommen, bevor die hier sind. Warum hast du einen Schnellzauber aktiv? Das nehmen wir mal ganz schnell raus. Dein Heal brauchen wir halt nochmal. Das ist halt einfach so. Du hast auch mit am meisten Zauberpunkte, ne? 155, 180 hat sie. Na, ist ja gleich weg. Ja. Soll mich das jetzt weiß nicht, ob der danach auch so schnell noch fällt. Ja. Oder ob wir lieber erstmal einen kleinen Rückzieher machen. Bis hier vorne hin. Sollte an sich lang. Bisschen erhöhte Position. Wer oben steht, gewinnt. Ah, komm. Der hat halt einfach noch zu viel Leben. Dafür, dass der schon so nah dran ist. Au! Boah, der hat immer noch die Hälfte. Kann mir mal jemand helfen? Er hat sie direkt umgebolzt. Boah, und das war ja, muss ja richtig knapp vorm Tod gewesen sein. Und er schlägt die jetzt locker nochmal weg. Jo, das war so klar. Aber ist zum Glück nur noch der Sumpftroll da. Der kann ja nicht ganz so viel. Müssen wir erstmal alle hochheilen. Die war locker wieder fast ganz weg. Und noch eine Regeneration. Auf jeden Fall auf dich. Würde ich mal behaupten. Und auf dich selber. Oder hast du schon eine? Nein. Du hast eine Regeneration. Du noch nicht. Dann machst du bitte nochmal Regeneration auf sie rauf. Hat auch richtig viel Leben, ne? 228 Lebenspunkte. Ist schon okay. Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele jetzt noch über sind. Ob noch viele über sind. Aber wenn ich die Gruppen noch sehe, dann sind das auch drei, also vier auf jeden Fall so. Eine ist verstreut, die vierte. War das alles? Aber. Ja! Große Herausforderung sind sie nicht. Kommen wir nachher später noch auf der Insel auf jeden Fall auf eine schwerere. Schwerere Truppen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Au! Kriegt er halt nicht weg, ne? Warum kriegt er den jetzt wieder nicht weg? Okay, ist gleich weg. Unerträglicher Schmerz! Jo. Sumpftroll. Ich glaube, da hat er ganz gut was abbekommen. Aber wenn sie ja auch noch ein höher kommt im Bogenschütze, dann kann sie ja auch zweimal die Runde schießen. Haben sie sich von der rechten Flanke angegriffen. Herangeschlichen, eher gesagt. Ach. So. Hier stehen wir doch ganz gut. Nur, der hat noch Hälfte des Lebens, das gefällt mir gar nicht. Und diese Dicken, wenn ich dazwischen wäre, ne? Oh, dann wäre das hier auch easy going. Aber naja. Man spielt das Spiel ja auch nicht, weil es leicht ist, ne? Fast. Ja, das war gut, das war gut, das war gut. Ah, noch zwei relativ starke Gegner, ne? Gut, der ist gleich weg. Wenn wir den anderen noch schaffen,
Also wenn wir den noch schaffen, bevor die beiden da sind, wäre das schon... Das wäre schon gut. Guck mal, er haut jetzt schon ab. Aber... Dass wir den noch schaffen, bevor beide da sind... Weiß ich nicht, weil den schaffen wir easy, wenn er hier ist. Aber den... Noch zusätzlich... Ja, das war gut. Guck mal, jetzt müssen wir nur auf den umhauen. Ich denke mal noch eine Runde. Ja. So ist es doch okay. Ne, da wollen wir halt auch nicht hinreisen. Immer speichern. Sehr wichtig. Boah, zwei Gruppen noch, ne? Und jetzt natürlich wieder so ein Steck. Ne, ist nur so ein Sumpftroll. Der geht ja immer noch. Ja. Super gut. Oh, da liegt eine schöne Brust rum. Ich glaube allerdings, dass wir da bestimmt eine bessere haben. Cool wäre jetzt natürlich noch überall die Feuerverzauberung auf den Waffen zu haben. Das wäre jetzt verdammt viel wert. Wollen wir uns zuerst um den Bergtroll kümmern, dann halte ich da mal die Maus drauf. Yes. Na komm. Ah, der wäre halt gut, wenn wir den noch wegbekommen und noch einen blauen, aber noch einen blauen dazu. Sehe ich nicht. Das war ich. Das sehe ich noch nicht. Obwohl der schon gut angeschlagen ist. Doch, sollten wir nicht schaffen. Ja, der ist weg. Sehr geil. Schießen wir jetzt nämlich von hier einfach den anderen weg. Ich sage jetzt einfach mal, dass der nicht noch hier ankommt. Weil er sich da beim Baum verhakt hat. Gelände genutzt, würde ich mal sagen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mal gucken, was ist das für eine Brust? Ach, ich kann auch nicht alles... Verbrennt einem ja der Hut! 54er Brust. Hast du die schon? Was hast du für eine? 28er Brust nur. Ganz schnell anlegen, bitte. Wow, das sieht gut aus. Sind zwar plus 10 auf Zauberpunkte, Reaktion und Intelligenz, aber braucht er halt auch einfach nicht. Ich kann das nicht. Alles klar. Kein Platz mehr. Das ist kein Platz mehr, weil da eine komische Schriftrolle im Weg liegt. Ah, schade. Die hätte da doch noch ganz gut hingepasst, aber nee, leider nicht. Das muss noch erkannt werden. Das verkaufen wir auch alles mit. Haben wir echt genug. Wem soll das denn nützen? Zu viele Dolche gefunden. Keinen Platz mehr. Können wir nicht auch mal was Sinnvolles, ansatzweise Sinnvolles finden? Okay, zwei grüne Trolle noch. Dann haben wir die Seite durch. Ich sag's, wenn wir hier stehen bleiben, kommt keiner mehr von denen an. Ja, habe ich ja gesagt. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, würde ich aber auch behaupten. Da liegt noch ganz... Wem soll das denn nützen? Ey, wir finden nicht viele Ringe, wo was drauf ist, ne? Vielleicht sollten wir uns da mal in der Hinsicht ein bisschen mehr herstellen lassen von den Ärzten. Vielleicht bringt das ja was, also von den Materialärzten, ne? Nicht die Ärzte, die einen reparieren. Die meine ich jetzt tatsächlich gerade mal nicht. Jetzt gehen wir mal da hoch. Ich glaube, oben sind halt auch nochmal weiterhin Trolle. Dauern halt so ewig, so wegzuschießen, ne?
Und so einen richtig großen Dungeon hatten wir halt auch noch nicht. Müsste aber, müsste ja, muss ja noch kommen, muss ja noch kommen. Okay, was sind das jetzt? Auch noch drin. Okay, wir treffen auf jeden Fall irgendwas. Weiß zwar noch nicht was, aber wir behalten einfach mal weiter drauf. Mal gucken, was passiert. Elban. Guck mal, sie sagt schon Elban. Hier ist natürlich jetzt kein Baum hinter mir, das ist sehr schön. Der wird nicht drauf gehen, denke ich mal, bevor er hier ist. Ein ganz, ganz enges Ding. Weil der wird nicht mehr viel haben, wenn er hier ist. Er ist nicht mal mehr angekommen. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Da unterschätzt man seine Truppe denn doch, ne? Ich, wie ich finde, ganz echt gut ausgebildet haben, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nehmen wir. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmern. Ah, gehen wir lieber noch mal ein bisschen auf Abstand. Der hat jetzt schon ordentlich was verloren. Auf den halten wir drauf. Ich glaube aber, dass zumindest der andere ankommen wird. Die schaffen wir nicht beide, auf jeden Fall nicht, nein. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht, ob wir nur den einen treffen. Ich glaube, wir ihn jetzt nicht mehr. Müssen wir uns um beide kümmern. Au! Gau! Au! Oh nein! Okay, erstmal wieder ein bisschen verpissen. Wir sollten woanders rein. Du heilst dich mal ein bisschen hoch. Oh, jetzt sind wir hier zu viele Stadtbewohner. Guck dir mal den Größenunterschied an. Oha. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich einen Dorfbewohner treffe. Und wir müssen auf jeden Fall mal ganz dringend. Scheiße, der. Guck mal, der will noch irgendwie Stress hier hinten. Das müssen wir mal ein bisschen aufhalten, ne? Könnten sie ja von hinten beschießen. Wir können hier nicht bleiben. Aber dann kommt da noch einer angetapert. Das finde ich natürlich jetzt nicht so cool. Aber dann kümmern wir uns jetzt einfach mal ganz in Ruhe um den. Und die anderen können ja meinetwegen die Stadt auslöschen. Nur ein Katze. Habe ich ja wirklich keinen Problem mit. So. Müssen wir da mal raufhalten. Oh, oh, oh. Aber es macht uns ja keinen Minuspunkt. Wir können jetzt halt nur die Dorfbewohner noch mitlooten. Und das ist wiederum Geld und Gold für mich. Ohne große Nachteile zu haben. Win-win-Situation sozusagen. Au! Au! Oh nein. Die ist halt gleich wieder weg. Kann das sein, dass du noch irgendwas Rotes hast oder so? Kenn ich nicht. Ah, guck mal, nochmal so ein Schild. Ganz nett, aber unnütz. Aber nicht gut. Guck mal, sie hat hier noch was Rotes. Alles klar. Dann müssen wir dich mal hochheilen. Unerträglicher Schmerz! Ah, scheiße, jetzt ist er drauf gegangen oder K.O. gegangen. Wäre ganz nett. Unerträglicher! Wenn du umfällst. Ja, perfekt. Geil, 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 geil. Jo, 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 jo. Perfekt. Hier mal ein bisschen einsippeln. Vorübergehend 20 AK. AK-Angriffskunst? Nein. Ich habe keine Ahnung, was das halten soll, AK. Wofür das steht? Söldnergilde. Auf geht's! Aha. Wir müssen schnell. Wir müssen halt weg. Immer schnell weg da.
Was war denn mit Ausbilden? Ausgebildet werden. So ist es richtig. So ist es richtig. Oha, haben wir ja wohl lange nicht mehr gemacht. So ist es richtig. So ist es richtig. Guck mal, die kann jetzt auf Stufe 25. Er aber noch nicht, da fehlt 1000. Da, er auch. Also, ihn ein bisschen was auf folgende Fähigkeit zu so gut wie neu. Machen, ist glaube ich nicht ganz, ganz verkehrt. Nett, aber unnütz. Wenn wir ihn mal ein bisschen Lernen geben, so die Punkte vielleicht. Da könnten wir nochmal auf Alchemie auf 7 gehen. Weil wie gesagt, wir wollen immer noch die Tränke nachher machen. Was hast du? Falschen bist du eigentlich echt ganz gut jetzt mittlerweile. Ich würde aber trotzdem noch eine Stufe höher machen demnächst. Körpermagie. Da müssen wir auch echt mal auf Körpermagie gehen. Dann würde ich dich gerne auf Streitkolben demnächst auf 4 haben. Repariert Meister ist er da schon. Es langt ja im Moment noch. Würde ich lassen. Plattenmeister. Wo könnte man Plattenmeister machen? Habe ich mir ja extra diese Datei hier erstellt. Plattenmeister, müssen wir mal rausgucken. Das habe ich da nicht hintergeschrieben. Warte mal. Das hatten wir doch. Ich wollte mir aber auch erst extra hochbringen. Auf 7. Müssen wir Plattenmeister und Äxtemeister herausfinden. Und vielleicht noch. Nee, das lassen wir erstmal so, oder? Wir könnten dich noch ein bisschen auf Bogen hochbringen. Das würde ich zumindest, obwohl Meister geht eh nicht. Lassen wir vielleicht so auf Bogen. Du hier noch. Du kriegst den 6. Sinn auf 7. Dann können wir dich auch zum Meister machen. Luftmagie ist alles gut. In Ketten hätte ich dich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Und halt auch einfach in Bogen noch. Du sollst auf jeden Fall Großmeister im Bogen werden. Da sehe ich nämlich gar kein Problem. Ist halt auch die Frage, ob Bogen, ob Armbrust als Bogen zählt. Ja, wäre ja auch mal interessant, ne? Naja, werden wir wohl demnächst irgendwann nochmal rausfinden. Jetzt wollten wir noch gucken, wo man Axtmeister wird und Plattenmeister. Ja. Das noch irgendwas nicht, ne? Ja, Feuer und Wasser, das ist klar, da müssen wir auch noch auf Meister kommen. Hatte ich mir das aufgeschrieben? Wassermagiemeister in auch in Mount Nighthorn oder wie man es auch immer ausspricht. Hab wirklich gar keine Ahnung. Meditationsexperte wissen wir. Okay. Ihr wollt ausgebildet werden. Ne, das hatten wir ja gerade. Wir müssen jetzt nochmal. Stimmt, wir wollten gucken. In den Notizen. Wo der Plattenmeister ist und der Axtmeister hier. Meister der Axt lebt in der nordöstlichen Ecke von Steinstadt. Alles gut. Wissen wir Bescheid. Und der Plattenmeister hatten wir auch schon 80 Mal nachgeguckt gefühlt. Brauche auch gar nichts zu tun, als wenn ich genau wüsste, auf welcher Seite das ist. Hab ich halt wirklich keine Ahnung. Speer. Wie weit war sie jetzt mit Speer?
Meister nur, ne? Luftmagie, Erdmagie, Erdmagie, Meister der Seelenmagie, Großmeister der Seelenmagie, Großmeister der Speer, Streitkolben, Luftmagie, 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 Dolch, Axt. Hä, das hatten wir doch. Oh, ich habe falsch zur Seite geklickt. Da. Magie, sechster Sinn. Entschärfens, Ausweichens, Kampfkunst, Stehlens, Alchemie. Müssen wir auch hin, ne? Habe ich doch gerade hochgemacht. Ja. Aber Blatt habe ich da jetzt irgendwie nicht gesehen. Egal, gucken wir kurz hier in Ausbildung auf Platte. Ausweichen, Dolch, Kampfkunst, Kette, Keule, Leder, Panzer. Meister ist in. Ah, okay, warum habe ich es nicht gemacht? Aha. Hey, das. Ich habe das ja noch nicht gemacht. Ah, ja. So. Müssen wir auf jeden Fall dran denken. Können wir noch ein bisschen was Guten Tag. verkaufen? Danke, bis dann. Bistanski. Waffen hat er hier auch da. Guten Tag. Darf ich helfen? Sehr schön. Danke. Haben wir noch mehr im Inventar an Waffen oder? Ja, guck mal, den Bogen haben wir noch. Ich hätte auch gerne noch einen guten, richtig guten Bogen, ne? Unsere Ihr wollt Bogenkünstlerin. ausgebildet werden. Anna Guten Tag. Kröte. Scheiße, jetzt sind wir zum Falschen gegangen. Das meckert uns gleich an. Wenn wir hier nichts kaufen. Ah, nicht Auf meckern. Wiedersehen, Keine Geizhals. Chance. Sind nicht Guten gerade beliebt Tag. bei den Händlern. Darf ich helfen? Danke. So. Spähjohn. Du kannst mal dein magisches Auge anmachen. Du kannst hier mal das anmachen. Und Heldentum auf jeden Fall. Heldentum haben wir gerade angemacht. Segen natürlich noch. Und dann gucken wir mal, wo hier noch Trolle rumlungern. Da vorne. Da vorne lungern noch Trolle, oder? Sind das Trolle? Nein. Dann kannst du auf jeden Fall nochmal dein Schild mit anmachen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dau. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir die echt schnell wegbekommen, ne? Soll mich das jetzt Dau. beeindrucken? Au. Weil die sind echt stark. So aus der Au. Ist Ferne da und nur ein so. Kratzer? Aber kümmere dich drum. Au. Okay, nächste Runde muss ich heilen. Ist zwar nur ein Kratzer, Au. aber kümmere dich drum. Am besten zwei Charaktere wieder. Ist zwar nur ein Kratzer. Ich guck mal, was jetzt geteiltes Leben macht. Ist zwar nur ein Kratzer, Ist ja gut. aber kümmere dich Nur ein drum. Katzer. Jetzt gehen sie natürlich auf ihn hier, damit er weggeht. Dau. Elite-Schütze, Schütze, Scharfschütze. Aber den schaffen wir auf jeden Fall jetzt noch weg. Vorher aber mal eine Heilung reinkriegen zu ihr. Komm schon. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Sehr gut. Machen wir noch schnell den Schützen weg hier. Der schnell weg ist. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Eingetroffen nur. Dau. Guck mal, das geht dann aber auch recht fix. Dann konzentrieren wir uns auf den Scharfschützen. Dau. Au. Müssen wir jetzt heilen, denke ich mal. Zumindest dich hochheilen Nur ein einmal. Kratzer. Zack. Nur ein Kratzer. Jetzt ist aber auch unser Krieger gleich auch mal weg, ne? Ha. Ah, scheiße, jetzt habe ich nicht geheilt. Belebt die Runde noch, dann kriegst du einen Heal. Ja. Jetzt kann ich heilen. Es bringt halt nicht so viel bei ihnen. Aber er hat halt auch jetzt so viel Leben wie sie, ne? Fast. Mehr Leben als sie. Also von daher ist er halt auch Au. gar nicht gefährdet. Ja. Au.
Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich würde auch sagen, dass das geteilte Leben gut genutzt ist, wenn wir ihn richtig gut schützen, der gutes Leben hat, ne? Hat er jetzt das schon, und dann den Zauberspruch geteiltes Leben machen, super eingesetzt. Au! Ha. Oh, jetzt hat er nur noch 4 Leben. Sie auch. Da könnten wir eigentlich auch mal ein geteiltes Leben machen. Hat die Gruppe natürlich echt gut runtergesetzt. Au! Aber was sollten wir jetzt noch schaffen eigentlich? Der hat gut reingezielt, glaube ich. Skullet fügt Elite-Schütze 8 Schaden nur zu. Mit deinem Feuerzauber. Vielleicht brauchen wir da auch nochmal ein paar mehr, die echt gut reinzielen dann. Au! 14 Schaden. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wenn wir das mal durchlesen. Feuerstrahl. Das macht er ja die ganze Zeit. Fügt einem, verursacht 1-3 Punkte Schaden pro Fähigkeitswert. Und wir sind, okay, das ist nur die Erholungszeit. Aber wir haben 7 drinne in Feuer. Das werden ja Minimum 7. Okay, der Zauber ist halt echt scheiße. Knacken wir eine Runde oder heilen wir uns hoch? Heilen uns hoch. So, alles easy. Da muss ich gleich mal kurz auf Klo. Aber vorheilen wir uns noch schön hoch. So, jetzt sehen wir doch gleich schon wieder besser aus. So, ist doch gut. Speichern. Dann komme ich sofort wieder. Kurz mal auf Klo. Nützt ja alles nichts.
So, weiter geht's. Alles mitnehmen. Oder wieder Bogenschützen. Oh, scheiße, ich nicht so. Ich kein Bock zu eigentlich, ne? Ah. Sag mal, wenn wir die jetzt alle hier weg haben. Können wir hier auf ganz entspannt längs gehen. Nur vorstellen, dass wir da vorne hin müssen. Nur ein Katze. Au! Sehr, sehr gut. Das war wichtig, dass der noch schön schnell gefallen ist. Mitnehmen. Blöd ist, dass man die hier nicht so wirklich zieht durch die Wälder. Das sieht mal ein bisschen. Ah, das sind aber auch jetzt gemischte Truppen. Das ist natürlich gar nicht schön. Ballern wir mal ganz schnell rauf auf den. Haha, das war ich! Freut er sich aber komplett. So, jetzt mal gucken. Au! Komm, hau drauf. Au! Dau. Ist ja gut. Jetzt nochmal auf den weiterhin. Au! 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 Yes, das war gut. Das war gut. Jetzt nehmen wir nochmal hier unseren Zauberer mittlerweile. Nee, Magier mittlerweile. Aber gut. Also meiner Meinung nach ist das gleiche, aber okay. So, irgendwo ist da noch hinter den Bäumen noch einer. Was ist das? Ach, Schütze nur. Diese Nullnummer schaffen wir noch schnell. Okay, ziehen wir schnell nochmal. Am besten mit ein paar Zaubern rein, ne? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Jetzt haben wir noch eine Elite-Schütze. Zwei Elite-Schützen noch. Nur ein Kratzer. Wann hab ich denn die hier alle weggemacht? Au! Dau. Weiß ich nicht mehr, ne? Scheiße, scheiße, unterleben. Nicht du drauf gehen, bitte. Dann immer auf dich. Dann hochheilen. Ich kann sie jetzt nicht so mega heal machen. Auf alle einmal. Das wäre doch echt cool. Sehr annehmlich so. Jetzt noch hoch. Und noch. Jetzt sieht das doch schon wieder einigermaßen akzeptabel aus. Na, komm da raus. Vielleicht jetzt erstmal kurz nur die Rolle machen. Die werden wahrscheinlich hier noch beide ankommen bei mir. Auch gar nicht mal. Hätte ich jetzt gedacht. Dann machen wir den jetzt auf Nahkampf. Oh nein. Nur ein Katze. Die Runde müssen wir heilen. Nice, und er ist auch schon weg. Also nahkampftechnisch sind wir halt echt, ne? Wenn sie erstmal rankommen, dann ist aber auch Feierabend relativ schnell bei denen. Deswegen pirschen wir uns da jetzt auch auf den Nahkampf. Ist zwar nur ein Kratzer, aber und kümmere dich hau drum. Ihn jetzt Dau. Von hier weg. Dau. Easy Nummer so. Der hatte ich jetzt nicht gerechnet, so schnell so hier. Hilfe! 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 So war gut. Hilfe! Ich bin ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ah, so lustig, wirklich. Okay, zack, bam, 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 bam. Jetzt haben wir noch einen, wenn ich das richtig sehe. Und den haben wir wohl auch schon zugesetzt, weil der auf dem Rückweg ist. So wie das aussieht. Na, wo ist er jetzt hingegangen? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, scheiße. Soll uns aber recht egal sein. Auf jeden Fall haben wir das jetzt hier geschafft. Hatten wir den schon angeschnackt? Den Obelisken. Anscheinend schon, ja. Ja.
Das ist die Höhle vom Drachen. Der haben wir auch tatsächlich schon weggemacht. Was ich persönlich gut, also nicht schlecht finde, so. War eine gute Nummer. Auf jeden Fall. Hier ist ein Altar. Mal gucken. Passiert gar nichts. Alles klar. Danke, dass du da stehst. Der ist natürlich jetzt runtergespaziert. Weil wir müssen immer noch. Weil wir sind jetzt ja in Tartaria. Ganz klare Sache. Suchaufträge. Und wir müssen hier diese Scheiß, in Anführungsstrichen, Steinmonolithen finden. Also steht doch auch in Tartaria, ne? Steinmonolithen in Tartaria, auf der Evermorn-Insel und in Everly. Wie auch immer man das bis heute ausspricht. Komm, Gerdin. Gut. Die noch mitnehmen. Jo, nice. Was ist jetzt hier oben noch? Lohnt sich das da jetzt rauf zu wandern auf die Berge? Immer schwer zu sagen. Vor allen Dingen. Ah, es ist Gold, ne? Das nehmen wir natürlich mit. Natürlich lassen wir uns Gold nicht entgehen. Auch wenn ich es richtig doll hasse, hier oben rauf zu müssen. Aber haben es ja gleich geschafft. Irgendwie bibbert er sich da ja immer rauf. Also wenn wir Fliegen haben, ne? So schön. Ja. 543 Gold. Ich würde sagen, das hat sich dann doch nochmal ganz gut gelohnt, dass wir hier raufgegangen sind. Allerdings müssen wir jetzt mal wissen, wo der Steinmonolith ist. Ich wüsste es nämlich jetzt so nicht. Können natürlich auf die Karte gucken. Wieder mal ein bisschen spicken. Ich finde das auch eigentlich nicht verkehrt bei so komischen Aufgaben, wo du halt. Woher sollst du das denn wissen? Weil jetzt einfach hier nur so doof rumzulaufen, habe ich halt auch keinen Bock. Bei der 9 ist hier. Hä? Da waren wir doch. Sollen wir da denn irgendwas machen? Besucht die drei Steinmonolithen in Tartaria auf Evermore-Inseln und in Evli. Kehrt dazu. Sollen die nur besuchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der. Das hier soll er sein, ne? Aber ich finde hier nichts, was man hier machen sollte. Oder man soll sie halt wirklich nur anklicken. Gehen wir davon einfach mal aus und machen mal einen schönen Jumpy hier runter. Bin auch immer froh, dass ich da halt doch hab ich dich! Den richtigen genommen habe und nicht den falschen. Was auch schon ein paar Mal passiert ist. Dann machen wir kurz mal Wasserwandel an. Schauen uns mal den Händler an, was er noch heute so zu bieten hat. Ich finde, oft hat er ganz gute Sachen. Irgendwie gefühlt besser als das von den anderen. Guten Tag. Darf ich helfen? Ich möchte mal deine Waffen angucken. Nö, das meins tatsächlich doch besser. Und ich würde sagen, dass du nichts Gutes hast. Tut mir leid. Ich hätte dir tatsächlich gerne was verkauft. Ach, ich kann auch. Keine Chance. Wir haben natürlich so wieder gut angemeckert. Wie neu. Keine Ahnung. Ganz nett, aber unnütz. Auch nur so eine komische Steinachse. Was ist das für eine Bewahrung? Guten Den Tag. Zauber möchte ich auch nochmal lernen. Bewahrung. Ich hoffe, dass du. Ja, was war's? Das wäre jetzt wieder typisch. Schön nochmal reingehen.
Nein. Hat nichts Gutes. Oh, was ist das hier? Trägt der Dreh. Distanz gegen Erkrankung. Ah, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Nee, es tut mir leid, aber. Du hast das halt, kann doch nicht dein Ernst sein! Du hast nichts Gutes dabei, tatsächlich. Dann sind wir hier aber durch. Haben schön die Gegner eingenommen. An sich alles erkundet. Und haben die jetzt mehr oder weniger durchgespielt, würde ich behaupten. Oh, Rolle. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier drin, ne? Schrein. War halt auch nicht der richtige, ne? Ja, so, jetzt müssen wir mal gucken, was ist hier noch? Nichts, gar nichts. Es kann nicht nur die Gegend verlassen. Würde ich sagen, Abfahrt nach Evanmore-Inseln entweder. Forest würden wir auch nehmen. Erita würden wir tatsächlich auch nehmen, wegen Plattenmeister noch lernen. Und Evelie würden wir tatsächlich jetzt mit am ehesten nehmen. Mal schauen, wo wir hin dürfen. So, was wollten wir jetzt? Wo ist... Er war hier nicht mal. Ein Reitsalon. Reitsalon. Nein, ist heute wieder Sonntag. Immer wieder sonntags. Scheiße, ist gerade komplett verloren. Auf Mittwoch fahrt ihr nirgendwo hin. Euer Leben möchte ich haben. Mittwoch ist bei mir auf der Arbeit immer komplett viel los. Ist halt einfach wir haben Woche. Zu. Jetzt habe ich es wieder um 11 Minuten verpasst. Rechtzeitig da anzukommen. Ahoi! Willkommen an Bord! Würden wir schon nehmen, auf jeden Fall. Aber eigentlich lieber hier rein. Hallo, ihr wollt reisen? Willkommen. Dann hallo, Abfahrt. Ihr, hallo, Pferd. Ihr, es geht so. So. Plattenmeister. Ah, ich weiß, wo der Plattenmeister ist. Speicheron. Ich denke, wir könnten da rechts auch nochmal alle Truppen wegmachen. Aber ich finde, da wir eh genug Gold haben, ausrüstungstechnisch nicht schlecht dastehen, ist das auch irgendwie dann nur verlorene Zeit, oder?